Herzlich willkommen zu einem neuen Twin Flame Video. Du hast es vielleicht erlebt, dass Twin Flame Mino dir nicht antwortet, sich nicht zurückmeldet. Worauf antwortet er dir nicht und wann meldet er sich nicht zurück? Was du garantiert auch schon gehört hast, wenigstens in Schlagzeilen, ist: Er spiegelt dir deine Bedürftigkeit zurück. Bedürftigkeit, das ist echt abturnend. Das turnt ab. Du denkst, Twin Flame Mino wäre nicht so erwacht wie du selbst, und tatsächlich ist es genau andersherum. Natürlich hat er auch seine blinden Flecken. Aber das, was dich angeht, da ist er vollkommen erwacht. Er wird dir nie aus Versehen einmal zu früh, zu oft antworten. Er wird dir immer erst dann antworten, erst auf dich zukommen, wenn du deine Bedürftigkeit aufgelöst hast. Doch dazu musst du deine Bedürftigkeit erkennen. Dabei will ich dir heute helfen. Denn die wenigsten Menschen werden dir sagen: Hallo, du Liebe, da bist du bedürftig und versuchst zu nehmen. Du wirst es wahrscheinlich auch von anderen Menschen erlebt haben, dass sie sich von dir zurückziehen. Und das ist natürlich erst einmal nicht schön. Doch dann machst du den Fehler und gehst wieder in dein Opferdasein. Niemand mag mich. Alle ziehen sich von mir zurück. Alle sagen, ich rede zu viel. Alle beschweren sich über mich. Alle sind gemein zu mir. Und dann wirst du womöglich noch richtig wütend auf alle, die dir lediglich das zurückspiegeln, was in dir ist. Und vielleicht hast du dann auch richtige Hassgedanken, Angriffsgedanken und auch Rachepläne. Und je erwachter dein Gegenüber ist, wie zum Beispiel dein Twin Flame Mino, je erwachter dein Gegenüber ist, umso drastischer wird er sich von dir fernhalten. Es ist ein Feedback an dich, wenn Twin Flame Mino plötzlich den Kontakt zu dir abbricht. Es ist ein Feedback, dass du über die Bedürftigkeit hinaus ins Jammern geraten bist, darüber hinaus ins Angreifen, darüber hinaus in Rachegedanken. An all diesen Themen musst du selbst arbeiten. Du musst erst einmal die Bereitschaft haben, das in Erwägung zu ziehen. Es könnte also sein, dass das, was die Handan sagt, auf mich zutrifft. Das will ich einmal überprüfen. Und solange ich kein Resultat habe, gehe ich davon aus, dass es auf mich zutrifft, und tue das, was sie empfiehlt. Ich empfehle dir, mit dem Kurs in Wundern zu arbeiten. Es gibt dazu einen zweiten Kanal, der am 1.8.2021 beginnt auszustrahlen mit der Lektion 1. Da kannst du direkt mitmachen, auch wenn du das Textbuch bis dahin natürlich noch nicht komplett durchgelesen hast, kannst du das Textbuch vom Kurs in Wundern und die Übungen parallel machen. Mit meinem Leseplan, den du auf meiner Webseite runterladen kannst, kannst du dir das organisieren. Wenn du dann auf meiner Webseite bist, siehst du, aha, sie empfiehlt noch viel mehr Bücher als Ein Kurs im Wundern. Ein Kurs im Wundern kommt sogar erst nach Rüdiger Schache und erst nach Neil Donald Walsh. So ist es. Versuche es. Finde heraus, in welcher Reihenfolge du loslegen kannst. Versuche auf jeden Fall, mit dem Kurs im Wundern zu beginnen, wenn es dir zu hoch ist, zu chinesisch, den Textteil, ja, also das Textbuch dürfen wir nicht
bearbeiten. Da hat der Verlag einen riesen, dicken, fetten Daumen drauf und verbietet das, aus welchen Gründen auch immer sich so ein Verlag das erlauben kann, aufgrund der Übersetzung eines Textes, der von Jesus, Spirit, an alle Menschen gegeben wurde und nicht nur an vom Verlag ausgebildete Kursleiter, Kurslehrer. Aber so ist es nun mal. Es ist schwierig. Und wenn es dir zu schwierig ist, nimm dir Zeit und fange tatsächlich bei Rüdiger Schache an. Gehe dann zu Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott, und komme dann erst zum Kurs in Wundern zurück. Mache parallel auch die Arbeit am inneren Kind mit einem der beiden Autoren, die ich dir empfehle, oder mit beiden. Und mache auch die Arbeit an der Heilung der Seelenwunden mit Lise Bourbeau. All das dürfte dich 3 bis 4 Jahre auf Trab halten. Und das ist extrem kurz, denn du bekommst hier die 5 Bücher, die 5 Autoren empfohlen und brauchst dich nicht durch eine Litanei an Literatur durchzuarbeiten, die dir nichts bringt. Und du brauchst auch nicht von einem Coach zum nächsten zu gehen, der dir nicht helfen kann. Wenn du ungeduldig bist und denkst, ach nee, das ist mir alles zu lang, 3 bis 4 Jahre oder noch 1 bis 2 Jahre, soll ich mich jetzt hiermit beschäftigen, dann schalte gerne einfach ab und komm zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Mein Video geht jetzt weiter an diejenigen, die es leid sind, solch ein Feedback zu erhalten, wie von Twin Flamino, der plötzlich die Kommunikation mit dir einstellt, oder von Freunden oder von Bekannten oder von Arbeitskollegen, das Feedback zu bekommen, du bist negativ. Diejenigen, die das leid sind und erkennen wollen, wo bin ich denn bedürftig und wie kommt die Hand dann darauf, dass meine Aggression, meine Rachegedanken auf Wut zurückgehen, die auf mein Jammern zurückgehen und dass das auf meine Bedürftigkeit zurückgeht. Das erkläre ich dir ganz flugs. Da du, wie wir alle, wie alle Menschen, da du dich getrennt fühlst von deiner Quelle und von allem, was ist und von allen, da du dich getrennt fühlst, fühlst du eine Leere in dir. Du hast dein Leben wie die meisten Menschen, wie die allermeisten Menschen damit verbracht, diese Leere irgendwie füllen zu wollen. Sei es mit Konsum, mit Essen, mit Aktion, mit Schlaf, mit Drogen oder mit Jammern. Mit Jammern, Jammern, Jammern. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du die Möglichkeit bekommst, einen Zuhörer zu haben, dass du sofort anfängst, die negativen Erlebnisse zu erzählen, obwohl gar nicht danach gefragt wurde? Beobachte das bitte einmal. Du hast nämlich gemerkt, als du Kind warst, wenn du fröhlich etwas erzählst, bekommst du keine Aufmerksamkeit. Wenn du nach Aufmerksamkeit fragst, bekommst du keine Aufmerksamkeit. Was du aber erlebt hast, ist, wenn du jammerst, wenn du dein Leid vorträgst, bekommst du Aufmerksamkeit. Das ist zwar keine positive Aufmerksamkeit und es geht dir ja schlecht, weil du immer neues Leiden produzieren musst, um das dann wieder vorzutragen, um dann wieder negative Aufmerksamkeit zu bekommen. Nämlich vielleicht besorgt sein, das ist keine schöne Aufmerksamkeit. Möchtest du, dass Twin Flamino sich bei dir meldet, weil er besorgt um dich ist? Möchtest du, dass er sich meldet, weil er Mitleid mit dir hat? Möchtest du, dass er Zeit mit dir verbringt und gleichzeitig durch die Blume verstehen lässt, dass er angenervt ist, dass er aus Schuldgefühlen bei dir ist?
Das ist, was du erlebt hast in deinem ganzen Leben und von dem du jetzt loskommen darfst. Du kannst natürlich auch daran festhalten, dann kannst du dir aber die Union abschminken. Dann kannst du dir eigentlich alles abschminken, denn das steht deinem Glücklichsein entgegen. Du kannst nicht glücklich sein und gleichzeitig jammern. Und du kannst nicht verbunden sein und gleichzeitig jedem, der sich in deinem Blickfeld befindet oder auch nicht, die Ohren voll jammern. Lass das. Das ist anstrengend und das turnt ab, das nervt und das treibt Menschen in die Flucht. Mit Jammern verbreitest du Negativität. Jammern ist zum Beispiel so etwas, ne, du denkst vielleicht, wieso, ich jammer doch gar nicht. Jammern ist aber vielleicht so etwas, wie dass du sagst, ach, ich habe 5 Stunden im Stau gestanden und auf der Rückfahrt, da gab es auch noch einen Hagelsturm. Ich kam fast gar nicht mehr zu Hause an. Dabei wurde nicht gefragt, sag einmal, war deine Fahrt angenehm oder war sie beschwerlich? Es wurde sogar gar nichts gefragt. Oder man fragt dich, hattest du einen schönen Tag? Ach, weißt du, seit einigen Tagen habe ich Probleme mit Twin Flamino und das ging mir doch sehr an die Nieren, deswegen habe ich mich in den letzten Tagen etwas zurückgezogen. Doch heute denke ich, sollte ich wieder mich mal zeigen. Das sind 2 Jammer-Feedbacks, die ich in der letzten Zeit nebenbei gehört habe. Was diejenigen, die so jammern, nicht merken, ist, dass sie den Menschen, der gegenüber sitzt, runterziehen. Dass sie den Menschen runterziehen, dass sie den Menschen vergraulen. Er wird beim nächsten Mal schon eine negative Anspannung haben, wenn er dich sieht, weil er damit rechnet, dass du ihn wieder zujammerst. Abgesehen davon, dass das der Abturner schlechthin ist, ziehst du dich selbst immer wieder runter. Du ziehst deine Energie so weit runter, dass Twin Flamino nicht auf dich zukommen kann. Denn dann müsste er auch seine hohen Energien wieder runterfahren. Und da unten finden nur 0815 Liebesbeziehungen, 0815 Handelsgemeinschaften, Bedarfsgemeinschaften statt. Das ist ja nicht was du willst und außerdem ist das zwischen Twin Flamino und Twin Flamine nicht möglich. Die beiden können keine Bedarfsgemeinschaft schließen. Es gibt einige, die behaupten, Twin Flames zu sein und zusammen zu sein. Also man sieht dann das, auch dass die zusammen sind und dann bekommt man mit, oh, die sind aber in einer schlechten Energie. Auch unter meinen Klienten waren schon einige dabei, die verfrüht in einer Beziehung gehopst sind, beide aus Angst und aus Bedürftigkeit und alle sind wieder getrennt. Ja, hier erzähle ich dir die Wahrheit. So ist das und das hat mit deinem Jammern zu tun, mit deiner Bedürftigkeit. Du denkst, der andere ist dazu verpflichtet, dir Aufmerksamkeit zu schenken. Das hast du über deine Mutter gedacht, das hast du über deinen Vater gedacht, das hast du über deine Geschwister, deine Großeltern und sonstige Verwandte und Bekannte, Mitschüler, Lehrer und so weiter gedacht. Über jeden Menschen, der dir begegnet. Und wenn es auch nur flüchtig ist, über jeden glaubst du, er sei verpflichtet, dir Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist ein narzisstischer Gedanke. Da glaubst du, du bist der Mittelpunkt der Welt und gleichzeitig erkennen alle nicht, also andersherum gesagt, erkennt niemand deine Großartigkeit und dann kommst du auch noch ins Jammern darüber. Niemand erkennt meine Großartigkeit, alle schulden mir Aufmerksamkeit. Sie geben sie mir nicht, also hole ich sie mir, indem ich sie zujammere, ein auf Opfer mache, auf Pechvogel, auf benachteiligt. Und dann sehe ich 40-jährige Frauen, 50-jährige Frauen, 60-jährige Frauen, die argumentieren, in der Schule aber. Und ich frage, wann warst du in der Schule? Hallo, wie oft bist du sitzen geblieben? Ach nee, ist schon 30 Jahre her, ist schon 40 Jahre her, dass du in der Schule warst. Und dieses Argument bringst du heute noch
hervor und wiederholst das Verhalten, das du als Kind gelernt hast. Deine Wahl. Du versuchst, die Leere in dir zu füllen, indem du nach Mitleid, nach Aufmerksamkeit heischst, indem du von deinen Pleiten, Pech und Pannen erzählst, ob danach gefragt wurde oder nicht. Lass das. Mache demnächst bei der nächsten Gelegenheit den Mund nur dann auf, wenn du etwas Positives, etwas Erfreuliches beizutragen hast. Übe das tatsächlich. Antworte nur noch Positives und trage mal zur Abwechslung nichts bei, wonach du nicht gefragt wurdest. Mach das mal. Gerade wenn du in Gruppen bist, fang nicht sofort an zu erzählen. Warte ab, höre den anderen mal zu. Höre mal den anderen zu. Vielleicht hörst du dann sogar jemand anderen jammern und merkst, wie abtörnend das ist. Ich bleib mal bei dem Wort. Vielleicht hörst du aber auch, dass die anderen lachen. Und vielleicht wirst du dann neidisch und pessimistisch. Vielleicht wirst du neidisch, weil du nicht mitlachen kannst. Ja, weil du ja immer noch auf deiner Verbitterungsschiene herumkaust. Oder du wirst neidisch, weil du denkst, mir wird das nie gelingen. Doch, dir wird das gelingen, wenn du dich dafür entscheidest, das erbärmliche Jammern aufzugeben. Gib es auf. Übe tatsächlich nur noch etwas beizutragen, wenn es etwas Erfreuliches ist. Und versuche doch auch einmal, nichts von dir zu erzählen. Versuche doch einmal etwas über die Welt zu erzählen, über die Tiere, über die Natur, über Spirit, über deine Kinder, was sie Tolles gemacht haben, über deinen Twin Flamino, was du Tolles mit ihm erlebt hast. Lasse dich mal außen vor, bis du gefragt wirst. Und wenn du gefragt wirst, überprüfe genau, ob du demjenigen tatsächlich, ob du dich tatsächlich demjenigen gegenüber, der schon gefragt hat, auskotzen und damit dafür sorgen willst, dass er dich nie wieder fragen wird, wie es dir geht. Stelle doch mal eine Gegenfrage, höre doch mal zu. Das sind meine Tipps für dich, wie du aus der Bedürftigkeitsfalle herauskommst. Fülle vor allen Dingen die Leere in deinem Leben selbst und nicht durch das Ohr, ob es dir nun freiwillig geschenkt wurde oder ob du es dir ergaunerst, indem du einfach drauf losredest, obwohl niemand zu sehen ist. Versuch doch mal, die Leere in dir selbst zu füllen. Erzähl dir selbst was. Schreib deine Geschichte nieder. Schreib deine Jammergeschichte nieder. Sprich sie mal aufs Band. Nimm dir mal dein Handy und sprich mal deine Jammergeschichte aufs Band und hör sie dir selbst an. Und überprüfe, wie dir das gut tut. Ob dir das gut tut oder ob dich das noch schräger draufkommen lässt. Fülle die Leere in deinem Leben selbst, indem du dich mit dieser guten Literatur beschäftigst, die ich dir vorschlage. Wenn du nicht bei mir im Treatment bist, versuche dich für den Satsang anzumelden. Trag dich da ein in die Warteliste, dann kommst du schon irgendwann dran. Mach den Kurs in Wundern mit uns. Höre dir die Lektionen an, die ich täglich vorlese und kommentiere. Mache die Übungen mit. Es gibt so viel, das du tun kannst. Und dann merkst du sehr schnell, dass es dir besser geht und du merkst sehr, sehr schnell, dass die Menschen dich wieder anlächeln. Denn das hast du verdient. Denn du bist ein wahrhaft gesegnetes Wesen. Du hast es verdient,
glücklich zu sein. Du hast es verdient, ein Lächeln zu bekommen. Du hast die Union verdient. Doch um dieses gesegnete Wesen zu sein, musst du dieses Jammerwesen, das du kreiert hast, auflösen. Viel Freude damit. Bis bald. Tschüss.